Namaste. Namaste. Welcome to day. Willkommen zum dritten Tag unserer gemeinsamen Zeit. Let's begin this session with a. Lass uns unser Beisammensein mit einem Moment beginnen, wo wir es uns mit aufrechter Wirbelsäule bequem machen. And closing our eyes for a moment. Wir schließen unsere Augen. And coming home. Kommen heim zu uns selbst. Being aware of our breath. Und nehmen unser Atem wahr. Beginning to slow down from our. Wir beginnen, von den geschäftigen Aktivitäten des Tages zur Ruhe zu kommen. And join us with the mantra Om three times. Lass uns das Mantra Om dreimal zusammen chanten. Om. Heute möchten wir ein Mantra mit dir teilen, das ein passendes Mantra zum Chanten ist, wenn du einen Neubeginn machst. Und das kann alles Mögliche sein: die Gründung eines neuen Unternehmens, der Anfang einer neuen Beziehung, der Beginn eines neuen Tages oder wenn du ein neues Projekt in Angriff nimmst. Dies ist ein Mantra, das die Hindernisse beseitigt, die vielleicht im Wege sein könnten. Gut geeignet für den Verkehr in L.A. Es ist gut für deine Reisen. Und so segnet es eben jeden Neuanfang. Das Schöne an diesem Mantra ist, dass es dabei um die Einheit geht. Es ist ein Mantra des Einsseins. Es macht uns die Tatsache bewusst, dass, wenn alles eins ist, uns nichts im Weg stehen kann. Es ist nur etwas im Weg, wenn wir die Unterscheidung zwischen gut und schlecht treffen. Eine Trennung machen. Ja, diese Energie der Einheit befindet sich am Anfang unserer Wirbelsäule. Sie liegt dort und schläft. Wenn wir dieses Mantra also chanten, wäre es schön und wichtig, dass wir mit geradem Rücken sitzen, damit diese Energie in unserer Wirbelsäule aufsteigen und sich frei bewegen kann. Der Herr der Einheit, der dafür verehrt wird, dass er Hindernisse beseitigt, wird Ganesh genannt. Das ist die Energie, auf die wir uns einstimmen, die Energie von Ganesh. Die Keimsilbe dieser Energie, das heißt der Klang, der diese Energie in stärkster und konzentriertester Form enthält, ist der Klang Gam. So selbst wenn wir das ganze Mantra vergessen, ist die Energie des Fokus dieses Mantras mit uns, solange wir einfach nur den Klang Gam im Gedächtnis behalten. Dieses Mantra besteht aus den Worten Om Gam Ganapataye Namaha. Mit Om sind wir gut vertraut und Gam ist ebenfalls eine Keimsilbe. Om Gam. Dann folgt Ganapataye. Ganapataye. Ganapati ist ein anderer Name für Ganesh. Ye ist die Kraft, die Shakti, die diese Energie manifestiert. Somit ist es Ganapataye. Namaha wird häufig am Ende vieler Mantras verwendet. Namaha bedeutet, ich biete dar. Oder es ist ein respektvoller Gruß. Somit haben wir die Worte Om Gam Ganapataye Namaha. What we're involved in here is. Wir befassen uns hier damit, die Energie unseres Geistes zu nutzen. Wie wir wissen, ist der Verstand sehr mächtig und die meiste Zeit außer Kontrolle. Das Mantra, insbesondere dieses Mantra, kann dabei helfen, diese Energie zu schleusen und in eine Energie zu kristallisieren, die transformiert, befreit und uns erhebt.
Das ist der Zweck dieses Mantras. Es ist ein Mantra, das Hindernisse beseitigt und so danach beflügelt. Om Gam Ganapataye Namaha. Heute werden wir die Aufnahme von der CD mit dem Titel Mantras for Precarious Times verwenden, wo wir jedes Mantra 108 Mal chanten. Lass uns dafür eine bequeme, aufrechte Haltung einnehmen und mit geschlossenen Augen sitzen. Vielleicht gibt es etwas in deinem Leben, auf das du dich konzentrieren möchtest, wo du spürst, dass du mehr Einheit brauchst oder die Beseitigung von Hindernissen oder die Auflösung von Energieblockaden benötigst. Oder vielleicht denkst du an einen Freund, der diese Art von Energie gerade brauchen könnte. Es ist immer schön, das Mantra auch jemand anderem zu widmen oder zu schenken. Om Gam Ganapataye Namaha.
Gam Ganapataye Namaha. Om 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 Gam Ganapataye Namaha. Danke, dass du diese Meditation heute mit uns geteilt hast. Wir wünschen dir allen Segen, einen wunderschönen Tag oder einen schönen Abend. Namaste. Namaste.